Hallo und herzlich willkommen bei Natural Addicted. Den werde ich heute austesten und ich werde den Vergleich ziehen. Welcher von beiden ist besser? Kann der Getränkedosen-Spirituskocher mit dem richtigen Drangia-Kocher mithalten? Und wenn ja, dann würde ich euch raten, bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video. Ja, und zwar habe ich ja letztens im letzten Video, das verlinke ich euch nochmal hier oben, wie man das ganze Teil baut. Ja? Und zwar habe ich den ja letztens zusammengebastelt und mal ausprobiert. Er hat eigentlich relativ gut funktioniert, zumindest fürs erste Mal. Und das Ganze möchte ich jetzt natürlich auch in der Praxis testen. Wie lange braucht der Kocher gegenüber dem normalen Spirituskocher, wenn es ums Wasser aufkochen geht? Kann er eine Speise draußen kochen und reicht er aus für den Notfall? Habe ich mir das hier mitgenommen. Das ist so eine Art Standhalterung, ja, dass das Ganze auch halbwegs stabil steht. Ein bisschen befestigen. So, der steht jetzt hier. Da wird jetzt nur noch Spiritus eingefüllt. So, jetzt ist auch schon der Spiritus drinnen. Dafür habe ich mir jetzt hier so einen Feldbecher mitgenommen. Wenn wir jetzt da drauf stellen. So. Start. Deckel drauf. Und los geht's. Bei 20 Minuten angelangt und es hat eigentlich schon nach ca. 5 Minuten angefangen leicht zu köcheln, aber das Problem ist, wir haben heute ziemlich starken Wind, was einerseits gut ist für den Test, andererseits glaube ich, dass diese Dose einfach zu ineffizient arbeitet, weil sie zu viel Wärme abgibt nach allen Seiten. Ja, deswegen glaube ich, wir bringen es nicht ganz zum Kochen. Ja, es siedet leicht, aber es ist nicht wirklich am Kochen. Ja. Ich werde es jetzt trotzdem nach 20 Minuten abbrechen sozusagen, weil ich meine, ich muss sagen, es funktioniert wirklich äußerst gut. Ich bin echt zufrieden. 20 Minuten sind, wenn es starken Wind gibt und der Kocher ineffizient arbeitet, eigentlich ziemlich gut. Ja? Muss ich ehrlich sagen, vor allem, weil man den ja einfach so stehen lassen kann. Das heißt, wir resetten jetzt einmal das Handy. Ich habe hier so einen Instant-Nudelbackel. Ja, das werde ich mal jetzt aufkochen und ich werde mal schauen, ob das mit dem funktioniert. Jetzt sind weitere 2 Minuten vergangen. Jetzt würde ich sagen, wir schauen uns das einfach mal an, das Endergebnis. Es riecht wirklich wahnsinnig gut. Ich werde jetzt aber hier noch meinen Deckel vom Drangia Spiritus holen. Ein Problem, das wir hier haben, meiner Meinung nach, aber das ist natürlich klar, ist einfach, dass wir ja, hier unten bei der Öffnung nichts verschließen können. Ja, das heißt, ich nehme jetzt hier einfach den Schließdeckel. Das
Endergebnis jetzt einfach mal an. Ja, herrlich, herrlich. Mahlzeit. Es ist auf jeden Fall heute auch sehr kühl und sehr windig. Und da bietet sich so eine warme Speise natürlich an. Ich weiß, der Test ist natürlich etwas sehr weit hergegriffen, weil diese Instant-Nudeln sind ja normalerweise bei relativ heißem Wasser schon innerhalb von 2-3 Minuten fertig. Mir ging es einfach nur darum zu testen, ob das Produkt was taugt, wenn man sich das selbst herstellt. Ja. Mhm. Zwischenfrage, welche Kocher verwendet ihr eigentlich am liebsten? Also habt ihr da spezielle Vorlieben oder seid ihr doch eher lieber beim Lagerfeuer? Schreibt es mir einfach gerne unten in die Kommentare rein, wie es bei euch aussieht. Verwendet ihr Spirituskocher oder seid ihr eher die Hobokocher-Typen oder Damen? Würde mich interessieren, schreibt es auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare. Der komplette Spiritus wurde schön verbraucht. Also im Endeffekt wirklich sehr, sehr genial. Man bräuchte halt wirklich nur etwas zum Abdecken. Das ist das Einzige, wo ich der Meinung bin, dass das ein bisschen optimiert werden könnte. Ja. So, der Kocher hat jetzt wie gesagt circa 20 Minuten gebraucht, um das Wasser richtig auf Vordermann zu bringen, ja, also um es wirklich zum Köcheln zu bringen. Wir testen das Ganze jetzt natürlich nochmal mit dem Original Trangia Spiritus Kocher. So, wir haben einen Testsieger und zwar der Trangia Sturmkocher ist jetzt schon fertig und zwar ziemlich genau 5 Minuten bevor der Dosenkocher fertig war. Ich bin echt etwas schockiert, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich eigentlich der Meinung war, dass der Dosenkocher ziemlich gut abgeschnitten hat. Beim Dosenkocher, dadurch, dass die Öffnung etwas kleiner ist und der einfach generell etwas kleiner gebaut ist und der Trangia Spirituskocher etwas größer ist, ich habe circa dieselbe Menge an Spiritus eingefüllt, aber lustigerweise ist der Trangia Spirituskocher jetzt schon leer. Er ist jetzt gerade ausgegangen. Es waren jetzt circa 16-17 Minuten. Und der Dosenkocher hat überraschenderweise länger durchgehalten. Also ich bin gerade irgendwie ein bisschen schockiert. Also man sieht es hier relativ gut. Trocken. Echt, mich schockiert das gerade wirklich, weil der Kocher hier, der kostet 30 bis 40 Euro, je nachdem wo man es kauft. Und der hat mich einfach mal, ja, so 1 Euro gekostet. Fertig sind die Nudeln natürlich trotzdem geworden. Aber es schockiert mich wirklich. Also, das hätte ich mir niemals gedacht, dass der Getränkedosen-Spirituskocher eigentlich mithalten kann, fast. Wer einfach schneller kochen will, das ist ganz klar. Ja, da braucht man gar nicht drüber reden. 5 Minuten sind 5 Minuten, das ist schon ganz schön viel. Die Frage, die sich mir eher stellt, ist, wie viel will ich ausgeben? Habe ich das Geld? Habe ich es nicht? Möchte ich vielleicht einfach mal ausprobieren, mit sowas zu kochen? Hey Leute, dann baut euch sowas. Das ist richtig geil, das Ding. Das kann man sich auch in die Hosentasche stecken. Nimmst du halt ein bisschen Spiritus mit in so ein PET-Paddling, irgendwas, ja. Super genial.
Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich könnte mich gerade eigentlich nicht einmal so wirklich entscheiden, was der Testsieger war. Weil ist halt die Frage, will ich länger kochen? Beziehungsweise will ich was kochen, was halt eher länger braucht? Größenverhältnis und zum Preis-Leistungs-Verhältnis muss ich wirklich sagen, ist der Getränkekocher echt keine schlechte Alternative. Mir hat es echt wirklich großen Spaß gemacht, auch das Ding zu basteln. Und ja, ich muss sagen, wie gesagt, probiert es einfach mal aus, testet euch aus. Wer auf jeden Fall mal Geld sparen will und das mal ausprobieren will, schaut euch das mal an. Das Thema ist recht lässig. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal für solche Videos und damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns das natürlich das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, stay addicted, bis zum nächsten Mal. Ciao.